Klasse, vielen Dank für die Einleitung. Ich stehe heute hier, weil ich Ihnen drei Projekte mitgebracht habe, drei reelle Projekte, die wir geplant, gebaut haben und am Ende umgesetzt sind. Die meisten sind schon im Betrieb, das heißt, wir wissen, wie die performen. Und ich habe Ihnen die drei Projekte mitgebracht, einmal eine voll vermietete Einheit, einmal ein Leerstandsgebäude, klassische Projektentwicklung, dann ein Sonderbau, Gartencenter, so viel kann ich schon mal spoilern. Ich habe 15 Minuten, also es wird ein satter Ritt, ich werde schnell reden, um da durchzugehen. Also starte ich auch direkt, einmal klassische voll vermietete Einheit, wir kennen das alle, Kunde ist Bestandshalter. Bei dem Gebäude hatten wir 26.000 Quadratmeter, 7 Etagen überirdisch, Baujahr 2002, kraftvolle 1,3 Millionen Euro Energiekosten, 31 verschiedene Mieter und für ein Unternehmen wie uns und wie viele andere auch hier, wenn man so Gebäude optimieren will, leider und für uns beschissen hervorragender Zustand, weil das ist echt ein Problem, weil man erst so sagt, ja, Fenster, Fassade, Dach, alles ist neu. Bei 2002 haben wir 21 Jahre Restungsdauer, da mache ich mir überhaupt kein Thema, dass ich jetzt irgendwas Großes austausche. Dass wir zu hohe Nebenkosten haben, ist relativ klar und ist uns allen bewusst. Aber vor allen Dingen, wir haben Fernwärme, Fernkühlung schon gehabt, wir haben Betonkernaktivierung, wir haben allen Luxus, den wir brauchen, wir haben eine KNX schon vorhanden gehabt. Das heißt, dann wird das Repertoire, das ja wir alle spielen können, plötzlich immer weiter gering. Wir haben heute gute Möglichkeiten gehört, wie es funktioniert und den haben wir uns tatsächlich auch bedient. Denn diese ganzen harten Themen, wie man so Gebäude transformiert, ist hier raus. Einmal, weil es voll vermietet ist, aber vor allen Dingen, weil das Ding auch erst 2002 ist und 21 Jahre hinter sich hat. Das heißt, was haben wir getan? Wir haben uns eine Smart Building Ready Checks bedient. Viele von denen werden den kennen. Einfach formuliert bedeutet das, man schaut, welche Hardware ist denn aktuell vorhanden? Wie wird diese Hardware denn aktuell genutzt? Ist dann im Verhältnis dazu gesehen und daraus ergibt sich eine Energieeffizienz. Und was wir mit dem Gebäude festgestellt haben, das Gebäude hat alles, was es braucht, nur keiner nutzt es. Und das ist tatsächlich eine Mischung aus für uns, juhu, wir haben was gefunden und allerseits doch so traurig, denn ich erinnere mich, vor zwei, drei Jahren standen schon die ersten hier auf der Bühne und haben gesagt, ja, man kann Energieeffizienz, Gebäude optimieren, haben wir auch heute wieder gehört. Die Realität ist tatsächlich, kaum ein Unternehmen hat das was umgesetzt, weil das unser Tagesgeschäft, dass wir auf solche Immobilien draufsteigen und das am Ende immer wieder zum selben Problem wird. Das heißt, was haben wir getan? Wir haben hier nur die MSR aufgeschaltet und richtig miteinander kombiniert. Wir haben die Pumpen ausgetauscht, sodass sie funktionieren und in den Gebäuden, wo es oder in den Teilen, wo es noch kein LED gab, haben wir LED getauscht. Mehr haben wir nicht getan. Und ich habe bewusst heute mal keinen Krempfad mitgebracht, weil den haben wir alle schon tausendmal gesehen, sondern wir haben das umgerechnet oder umrechnen lassen in eine Gradzahl, damit man mal ein Gefühl dafür hat. 2,1 Grad auf diesem Pfad war das Gebäude ohne diese Maßnahmen, MSR, aufgeschaltet, dann Pumpen getauscht und ein bisschen LEDs eingetauscht und das ist wirklich nur ein bisschen LEDs gewesen und 1,7 Grad. Das ist kein LinkedIn-Gebäude, das wird man niemals da sehen, das ist 1,7 Grad, theoretisch Paris-konform. Es macht einen riesen Unterschied und was das gekostet hat, wollen wir natürlich heute auch drüber reden. Das sind Schlussrechnungskosten.